Boah, Freunde, was ein scheiß Start in den Stream mit dem Game. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Egal, jetzt kommt ein Win. Alter, jetzt hab ich mich voll erschrocken. Sehen ja cool aus. So nämlich, Friedrich. Das war nur Warmmach-Game hier. Ich will jetzt geile Support-Games. Bitte nicht nochmal Top-Lane. Das wäre doof. Bei Carrier's Pike muss ich direkt an dich denken. Ja, vielleicht zocken wir jetzt auch einen Pike auf. Hätte ich eigentlich Bock drauf. So, wir bannen. Einfach mal Braum. Einfach aus Prinzip, Freunde. So. Wir haben einen Shaco. Okay. Ich würde gerne nicht blind picken. Stream startet in der Defizitphase. Wir enden Jacked in der Massephase. So. Jetzt wird aufgebaut hier. Shaco ist irgendwie so ein Champ. Ich finde den kacke, aber irgendwie freue ich mich trotzdem, ihn im Team zu haben. Obwohl ich meistens mit ihm verliere. Es ist ganz komisch. So eine richtig irrationale, freudliche Antizipation darauf, dass er vielleicht doch gut sein könnte. Ohne wirklich ein fundierte Beweise, dass das kommen wird. So, was spiele ich denn jetzt? Ein Plan, Mann. Ist da was? Es wird Zeit für einen Bart. War ein aktueller Scheißpick. Warum pick ich Bart? Na gut, spiel mir einen schönen Bart auf. Alter, die Gegner kommt, sieht turbo crazy aus. Scheiße. Naja, was soll passieren, ne? Niemand besiegt uns zweimal in Folge. Schönes First Blood auf den Zinscht. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Okay, Kindred wahrscheinlich Botzeit, würde ich sagen. Ich hab gar nicht geguckt, wann sie das Camp hier gemacht hat, leider. Sehr geiler Trade hier. Bisschen glücklich mit dem Chompass noch gewesen. Können wir die Krabbe hier defenden? Nee. Hat sie? Ah, den Heals darf er nicht kriegen, ey. Die Heals tun weh. Übertrieben Angst vor der Kindred gerade. Der steht so kacke, ne? Sehr guter Trade für uns trotzdem. Chompas waren so geil. Vielleicht hätte ich einfach durchziehen sollen. Ich wollte ihr den Kill nicht klauen. Wahrscheinlich, wenn ich da die Autotech nicht abbreche, vielleicht killen wir sie, bevor die Kaiser stirbt. Hätte jetzt der Shandy einen Zinsch gesolobolot. Mal hier kurz auf kleine Sammeltour. Kindred ist oben. Wir haben jetzt hier Zeit für Pressure. Nice, guter Poke. Mit keinem Mana für Chompas. Und würde ich jetzt ulten, dann könnte man die Kaiser einfach töten. Nice, ich habe den W von Rakan geblockt. Das ist wichtig. Geil. Perfekt. Sehr, sehr schön. Oh, sie stirbt noch? So, was geht hier oben? Da brauchen wir eigentlich gar nicht hinroam, ne? Und 30 sind Grubbies ab. Hier ist Kindred. Den Chunk mal reindrücken. Warum nicht? Schade, dass sie nicht dodged. Schon Damage. Drei Kills Akali. Naja, das war nicht die beste Ult von mir. Das war ein teurer Ward, würde ich sagen. So, einmal Basis. Ich muss aufpassen, dass die Kasselin jetzt nicht so... Oh, okay. Der Kasselin rennt, glaube ich, niemand mehr runter. Ja, das sieht doch nach einem guten aus hier. Da habe ich ja Turmago gehabt, wa? Und jetzt hat man ein Top-Auto-Field-Game, ein Hardstomp. Was kommt als nächstes, Leute? Eigentlich müssten wir noch, wenn man das League-Bingo-Karte abgeht, jetzt ein DC oder sowas dabei sein, oder? 19 nur noch? Ach du Scheiße, man nimmt erst Fakt, Leute. Oh nein. Hä? Was? Warte mal, das kann nicht sein. Ich wollte gerade sagen, das war doch... Schielig oder stand gerade, dass ich 10 Kaderwisch gemacht habe? Ich dachte gerade, Alter. Seit dem aktuellen Patch buggt, I see. Schön, was immer alles so buggt bei League. Soll ich zu First picken? Support zu First pick ist schon sehr dumm eigentlich. Ich frage mal Swap an mit AD Carry. Rell? Nee, Rell kann ich nicht mehr sehen, den Drecks-Champion, Alter. Hier gibt's nur Chat-Supports. Hier gibt's nur Giga-Chat-Supports. Kann der ADC bitte mit unserem Jungler swappen? Wir sehen Caitlyn.
Vayne ist ein Giga-Chat-Support, ja, aber Thrall kann ich leider nicht. Aber wird jetzt Support gepickt von den Gegnern? Ich hätte Bock auf Skarner-Support, aber der ist leider banned. Ja komm, ich hab Bock auf Poppy. Poppy blind, was soll schief gehen, Leute? Das mit Leona. Leute, hier gibt es keine Rell, es gibt keinen Drecks Nautilus, es gibt keine Leona. Diese scheiß Champs muss ich in 2 Wochen wieder bei V9 spielen. Da habe ich keinen Bock drauf, auf die Dreckskacke. Hier gibt's Trash, Pike, Rakan, Bart, eine schöne Poppy, mal so ein Skarner, so ein Silas-Support. Das sind die Dinge, die hier aufgezockt werden. Und jetzt Poppy into Lux Caitlyn habe ich auch jetzt schon richtig Bock drauf, muss ich sagen. Aber YOLO. Ich spiele einfach Astronauten-Poppy und dann springe ich über die Lux-Q rüber. Wir spielen nicht nur gegen Lux-Support, sondern wir spielen gegen Bärbel auf Lux-Support. Scheiß die Wand an. Es ist vorbei. Abgesehen vom Botlane-Matchup ist es auch gar nicht so ein schlechter Pick hier. Aber das Botlane-Matchup ist schon absolut scheiße. Hallo? Machen sie auf? Junge, was ist das für ein Ladescreen? Junge, das ist der längste Ladescreen, den ich je gesehen habe. So, Invade bitte. Ach man, keiner kommt mit Invaden. Aber die Lane ist auch ein bisschen ekelhaft hier, wa? So, Freunde. Das wird eine ganz, ganz interessante Lane. Wenigstens verhaftet die Dir-Lane uns rein. Ich hoffe, dass die Fiora oben nicht zerstört wird. Die gehen wir hier ein großer Erfolg, ja. Das ist huge, die hat kein TP deriven. Ich werde hier Mercs gehen. Let's go. Schön gemacht. Im Top auch noch ein Solo. Ja, das Game sieht nice aus. Aber müssen wir jetzt auch zu Ende spielen hier, ne? Ja, geil. Ach man, Support ist aber die geilste Rolle, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Kriegst du all deine Songs selber, welche du hier abspielst? Wie soll ich die denn mixen, hä? Wie soll das denn funktionieren? Dino Dance. Dino Dance. Okay, manchmal ist die Poppy eh mir auch ein Rätsel, ne? Dass das jetzt connected hat, war auch schon wieder ganz, ganz krass an der Ecke, ey. Müssen wir die Wave jetzt unbedingt noch pushen? Ich glaube eigentlich nicht. Na, Freestyle ist mir doch egal. Dann ist das so. Die Songs selber erstellen. DJing. Also, ich glaube, du weißt nicht, was ein DJ macht. Uiuiui. Hab ich leider gehintet. Ich hab noch Heal und Flash. Scheiße, my bad. Scheiße. Oh mein Gott, er hat die Q gemisst. Er hat sich so hart ficken lassen. Wir geben das ganze Game mal aus. Da steht gerade noch 8-2. Für den Turm hier? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Der Lux sieht auch stark aus. Vielleicht zeige ich auch mal eine Runde Lux die Tage. Wie werden wir nur noch gebumst gerade? Yes. Okay, warum? Illegal oder nicht? Oh, schön. Schön. Dafür sterbe ich doch gern, für die Kills. Und aufs Köpfchen. Oh. Okay. Der ist ja gleich sein Muramana. Ah, Drake ist gone, oder? Aber das Baron nicht gone ist. Was ist jetzt hier? Oh, illegale Chase hier, oder? Wir haben 3 Drachen immerhin. Okay, 3,5 Minuten Drake ist das nächste Objective, ne? Nice. War nicht so nice. Brauchen hier auch ein TP. Er TP't nicht. Mann, ich hasse Leute, die so rein tilten, ey.
Bro, wir haben keinen Smite? Das ist crazy. Das ist crazy. Verrücktes Game, Alter. Ah, wir haben den wegbekommen. Meine Baron. Jon ist so ein Dummkopf-Champ, Leute. Poppy ist so geil mit der Ult in Teamfights, ne? Das Game sieht doch gut aus hier. Wir haben einen Win, Leute. Weltgeil. Hallo Kutschi. Zu 90% säbeln und schaffe es nur die Planliga zu sein. Könntest du mir ein paar Taktiken geben, um aufzusteigen? Schwierig. Ich bin leider nicht... nicht leider. Ich bin nicht sehbehindert, deshalb... Keine Ahnung, mit was du da, welche Herausforderungen da vor dir sind oder was man da machen kann. Aber krass, Platin ist doch schon richtig heftig. So, das Game war wild. Hat der Poppy Blindpick sich mal wieder ausgezahlt, wa?